Die Fledermausdämonen hatten mich auf der hohen Mauer abgesetzt, von wo aus ich ganz Anor'londo überblicken konnte. Im Zentrum der Stadt erstreckte sich eine gigantische Kathedrale, in weiter Ferne lag ein entlegenes Anwesen. Nachdem ich mich innerlich sortiert hatte, stieg ich die lange Treppe hinab. Das Gelände, die Mauerwerke, einfach alles war kunstvoll und hochwertig gestaltet, so wie von einer Stadt der Götter zu erwarten war. Ich traf auf einen riesigen Soldaten, der regungslos Wache stand. Als ich mich jedoch näherte, griff er ohne Vorwarnung an. Er war ausgestattet mit einem massiven Schild, der jeden meiner Schläge mühelos ablockte, und einer gigantischen Helebarde, der ich lieber auswich. Der Gegner war zwar stark, bewegte sich allerdings aufgrund der schweren Ausrüstung äußerst mühselig. So nutzte ich meine Wendigkeit und besiegte den Feind nach ein paar Hieben. Ich betrat einen Raum mit zwei weiteren Wächtern. Wie der vorherige rührten sie sich noch nicht, und so hielt ich vorsichtig Abstand. Sie schienen eine große, goldene Statue zu bewachen, die mir in der Tat bekannt vorkam. Doch ich wollte mein Glück nicht herausfordern und ging schnell weiter, bevor die Wächter ihre Aufmerksamkeit auf mich lenken würden. Zunächst versuchte ich mein Glück bei dem abgelegenen Anwesen. Der Pfad dorthin führte durch einen weiteren Raum mit zwei Wächtern, die ebenfalls eine goldene Statue bewachten. Diese stellte einen Kämpfer in einer äußerst grotesken Rüstung dar. Ich ging weiter, bekämpfte eine weitere Wache und stand schließlich vor verschlossener Tür. Der Eingang zum Anwesen war durch eine magische Barriere versperrt, die unmöglich zu durchdringen schien. Etwas enttäuscht ging ich zurück und erkundete diesmal einen Raum, der ein Leuchtfeuer beherbergte. In einer Ecke stand eine Kriegerin an die Wand gelehnt, die sich als Feuerhüterin ausgab. Ich war erleichtert, endlich jemandem in dieser Stadt zu begegnen, der keine Klinge nach mir schwang. Sie hieß mich willkommen und leitete mich zur großen Kathedrale weiter, wo mir eine Offenbarung widerfahren sollte. Doch allmählich merkte ich, wie die Müdigkeit mich überkam. Sens Festung, der auslaugende Kampf gegen den Eisengolem und die Kämpfe gegen die Wächter der Stadt. All das zehrte an meinen Kräften. So sackte ich am Leuchtfeuer zusammen und ruhte mich eine ganze Weile aus. Mit neuer Kraft, schließlich, setzte ich meine Reise fort. Nun lag das nächste Ziel in greifbarer Nähe, die Kathedrale von Anor'londo. Man musste nur darauf zulaufen. Eine Plattform brachte mich einige Etagen tiefer nach unten, auf eine Brücke. Dort wartete ein Gargoyle auf mich, der, anders als die im Untotenbezirk, Blitze nach mir spie. Ein zäher Gegner, der jedoch meiner Klinge zum Opfer fiel. Zu meinem Erstaunen war der weitere Weg unpassierbar. Die andere Plattform war außer Reichweite, ein Weiterkommen so nicht möglich. Als ich zurückgehen wollte, bemerkte ich Stützen, die fast wie Wege zu einem anderen Gebäude wirkten. Gegenüber waren die Scheiben eingeschlagen, so dass man das Gebäude betreten konnte. Womöglich könnte mich dieser Umweg weiterbringen. Vorsichtig balancierte ich auf einem der Balken zum anderen Gebäude und gelangte so hinein. Im Inneren wurde ich von Personen in seltsamen weißen Kutten angegriffen. Sie warfen mit Messern und waren recht flink mit ihren Angriffen, sodass ich Acht geben musste. Ich bekämpfte die Gegner und suchte anschließend nach einem Durchgang. Alles war abgesperrt, sodass mein einziger Weg über eine Leiter und schließlich über schmale, wackelige Holzbalken führte, auf denen mich zu allem Überfluss weitere Gegner angriffen. Meinem scheinbar außergewöhnlich gutem Gleichgewicht und überwältigendem Glück verdankte ich es, nicht in den sicheren Tod zu stürzen. Ich balancierte auf die andere Seite des Gebäudes und war dankbar, als ich endlich wieder auf sicherem Boden stand. Nun gelangte ich endlich zur Plattform, die mich mit einem Mechanismus gleich eine Etage tiefer brachte. Hier sprang ein weiterer Gargoyle auf die Plattform, der jedoch mit ein paar gut gesetzten Hieben niedergestreckt wurde. Nun war der Weg zur Kathedrale zwar frei, doch scheinbar gab es auch weiter unten einen Eingang. So aktivierte ich den Mechanismus erneut und es ging tatsächlich noch weiter hinunter. Der Eingang hier brachte mich zu einem Leuchtfeuer und einer massiven Statue des großen Fürsten Gwyn.
Neben der Statue lag ein hochwertig verarbeiteter Ring. Warum auch immer er hier zurückgelassen wurde, der ursprüngliche Eigentümer muss eine wichtige Person gewesen sein. Irgendwie umgab diesen Raum eine seltsame Präsenz. Es schien fast so, als sei noch jemand in greifbarer Nähe. Doch es gab keine Tür oder sonstiges, hinter der sich jemand verbergen könnte. So rastete ich kurz am Leuchtfeuer und ging mit einem mulmigen Gefühl wieder zurück. Ich brachte die Plattform wieder nach oben und ging endlich auf die Kathedrale zu. Hinter dem langen Treppenaufgang lauerten erneut zwei Wächter, die das verschlossene Tor bewachten. Rechts führte ein Weg vorbei, daher bekämpfte ich die Wächter, fand mich jedoch schnell in einer brenzligen Situation wieder. Zwei auf einmal waren mir doch zu viel, weswegen ich bei der nächstbesten Gelegenheit an beiden vorbeisprintete und durch das kleine Nebentor schritt. Die Wächter folgten mir nicht, doch auch der Nebeneingang war versperrt. So blieb mir nichts anderes übrig, als erneut einen Umweg einzuschlagen. Und dieser führte an einigen Fledermausdämonen vorbei, die, im Gegensatz zu den anderen, feindlich gesinnt waren. Ihre Speere waren zu meinem Erstaunen mit der Kraft der Blitze gesegnet. Ohnehin war es merkwürdig, dass diese Kreaturen in Anor Londo herumstriffen. Wie auch immer, ich schlug mir meinen Weg frei und wollte gerade eine schmale Brücke emporsteigen, als zwei gigantische Pfeile neben mir einschlugen. Weiter oben feuerten zwei Silberritter mit riesigen Bögen auf mich, deren Pfeile wohl eher für die Drachenjagd bestimmt waren. Ich suchte hinter einer Säule Deckung und sammelte mich kurz. Die Kathedrale wurde an allen Seiten streng bewacht. Leider war dies der einzige Weg, der eventuell zu einer offenen Tür führen würde. Und so verließ ich mein Versteck und lief geradewegs nach oben auf die Feinde zu. Oben angekommen, lief ich nach rechts, wich den Pfeilen des Ritters aus und stand ihm schließlich gegenüber. Als er sein Schwert zückte, wich ich zurück zum etwas breiteren Aufstieg und machte mich zum Kampf bereit. Ich drehte mich gerade noch rechtzeitig um zu sehen, wie der Ritter abrutschte und in die Tiefe stürzte. Mein Glück war kaum zu fassen. Doch der andere Silberritter beschoss mich noch immer mit Pfeilen, und so schnellte ich über den frei gewordenen Weg, sprang auf einen breiten Balkon und atmete erleichtert auf. Der übrige Ritter schien mir nicht zu folgen. Es war endlich geschafft. Trotz der ganzen Umwege, die verdächtig auf eben diesen Balkon zugeschnitten zu sein schienen, auf dem ich mich gerade befand, und trotz der ganzen Wachen stand mir der Weg ins Innere der Kathedrale nun frei. Was auch immer hier drin lauerte, ich war bereit.